The mic and make sense. Vielsagende Blicke zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli, steckt da jetzt wirklich mehr dahinter? Manchmal werden Träume wahr. Wahre Magie ist mehr als nur ein Zauber. Wir sind füreinander da. Für heute und alle Zeit. Du musst einfach wirklich an dich glauben. Diese Zeit ist wunderbar. Bis in die Ewigkeit, Florian Silbereisen, 40, lächelt, als er diese Zeilen singt. Und dabei sucht sein Blick immer wieder sich, Beatrice Egli, 33. Die Sängerin steht in ihrer Abseite der Bühne, sie singt mit, klatscht und nimmt ihren Florian an. Florian will bei Beatrice Egli, ja, es ist wahr. Die Gefühle sind echt. Richtig gehört, ihren Florian. Denn die beiden flirten schon seit Monaten miteinander. Vor und hinter der Kamera. So oft haben wir sie schon ganz innig beobachtet, beim Kuscheln, beim Signalsein. Sogar ein Küssen gab es schon. Oder auch zwei oder drei. Neue Post berichtete. Und dann erst die Schwärme voneinander. Wir lachen sehr gerne zusammen, verrät Beatrice. Und Florian Silbereisen überfolgt sie jedes Mal mit Komplimenten, wenn er sie liebt, du siehst fantastisch aus. Beatrice sieht Florian Silbereisen wie ein Brautpaar. Das stimmt. Die blonde Schweizerin sah gerade zuletzt atemberaubend aus, als sie Florian traf. In einem Traum aus weißem Tüll, mit Federn, Glitzersteinen und einem schimmernden silbernen Gürtel. Sie erinnerte schon sehr an eine Braut. Und der Schuhmaster stammte in ihr. Wie ein Brautpaar lösten die beiden. Denn Florian trug beim Adventsfest der 100.000 Lichter einen maßgefertigten schwarzen Anzug. Gemeinsam zündeten die beiden Kerzen am Friedensgericht auf der Großgrotte in die Leere an. Als Zeichen der Hoffnung. In diesem Moment hätte es mich nicht gewundert, wenn ein Geistlicher auf die Bühne getreten wäre und Florian hätte es seinen lieben Freund Stefan Moos, 46, gleich getan und vor seinem Publikum geheiratet. Die Stimmung war so romantisch, Beatrice und Florian in diesem Moment so glücklich und strahlend. Aber noch ist es nicht vorbei. Vielleicht ist es ja nur eine Frage der Zeit. Vielleicht steht Ihnen dies auf der Liste der Vorsätze 2022 ganz oben. Bitte zu bekennen, den Schritt vor den Altar zu wagen, eine Familie zu gründen. Mit Nachwuchs, natürlich. Ein süßes Baby, das wäre doch was. Florian Silbereisen und Beatrice Egli, sie kennen sich schon fast ihr halbes Leben. Seit 14 Jahren kennen sich die beiden Stars. Und beide wünschen sich genau das ja schon seit Jahren. Ankommen im Leben, bei dem einen Menschen, der dich liebt, dich versteht und zu dir gehört. Dem das gleiche wichtig ist wie dir, Freunde, Familie, Träume, Lachen und das Leben genießen. Beide sind sich in diesen Dingen so einig, ticken auf der gleichen Wellenlänge. Natur, die Berge, das einfache Leben auf diese Vorlieben verbinden sie. Wenn man ein paar Berge vor der Tür hat und ein paar Leben, dann merke ich,
dass Sie da extrem zurückkommen. Friedrich Florian Erstruck-Rutten. Gemeinsam mit Beatrice macht es mehr Spaß. Denn sie schwärmt, ich liebe das Wandern. Die Berge sind auch mir wichtig und geben mir so eine Kraft. Vielleicht wandern wir ja schon bald gemeinsam durch die Schweizer Alpen, Beatrice, Heimat oder über die Berge am Mondsee, Salzkammergut, wo Florian lebt. Und vielleicht wird sie der Weg 2022 dann endlich ein Ziel ihrer Träume. Die Liebe zu lieben und ein Baby zu bekommen, das wäre eine Sensation. Und die allerschönste Nachricht des Jahres. Freunde und Familie wären über die Kritik und die Fans sowieso.